So, ihr Lieben, wir haben gerade die Brandnussbox bekommen. Ich zeige euch mal ganz kurz, was da drin ist alles. Und zwar einmal von Pax knuspriger Fruchtmix. Ja, das war's für Lina. Dann haben wir hier so ein Suppenpulver von Gefro Suppenpause. Ich denke, was ist das? Mit Tomate und Paprika. Schmeckt kalt und warm. Einmal das. Dann haben wir hier das Snooze-Magazin, wie immer. Dann haben wir hier Nudeln, Fossili-Nudeln, vegan. Dann haben wir hier Tee von Teefee Popcorn, Naschtisch-Tee. Ach so, das ist Tee. Popcorn-Geschmack. Okay, das habe ich noch nie gehört. So, was ist das? Das ist groß. Organic Chips Do It. Der Höhle der Löwen. Kennst du das noch? Doch, wo die zu dieser, bei Fox, diesem Programm gehen und Sachen vorstellen. Das ist von denen. Curry und Pineapple. Okay. Curry mit Ananas. Das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Bin ich gespannt. Auch voll groß, die Verpackung. Dann haben wir hier ein Riegel, Hafervoll, Lebkuchen-Style, Nelken, Zimt und Ingwer. Dann haben wir hier dreimal so Salami-Sticks, sind das, glaube ich. Einmal pikant. Dann hier mild. Und hier auch mit. Ich glaube, das ist beides dasselbe. Aber wir essen kein Salami. Das werden wir sehr wahrscheinlich verschwenken. Ja, da ist Schweinefleisch und Schweinespeck drinnen. Genau. Einmal die drei. Dann haben wir hier Pur Brain Power. Natürlich süße durch Reissirup, ideal für Arbeit, Sport und Spiel. So was essen wir leider auch nicht. Wahrscheinlich zu geben. Dann haben wir hier noch eine Suppe. Das ist eine Gemüsesuppe mit Erbsen, Karotten, Lauch und feinen Kräutern. Okay. Und das letzte ist Bier. Habe ich noch nie gehört. Vulkan-Kraftbier. 4,9%. Ja, das war's auch. Das war die Box. Das war jetzt die Genussbox. Und genau. Wir werden sehr wahrscheinlich über die Hälfte verschenken. Also diese Box hat mir jetzt ehrlich gesagt nicht so zugesagt. Auch weil da nur, da ist ja dreimal dasselbe drin und das ist nicht so schön. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall die Box hier entsorgen und dann packe ich mal alles zusammen, was wir nicht essen werden. Das war's schon. Wie lange geht das? 3 Minuten. Ist gut. Hi ihr Lieben, endlich begrüße ich euch auch. Mein Akku ist auf 0,0. Deswegen zeige ich euch ganz kurz, was wir geholt haben. Wir waren nämlich kurz bei in den Arkaden. Ich habe einmal für Audel endlich Call of Duty, ich weiß nicht, wie das genau heißt, einmal das hier gekauft. Für 59 Euro. Dann hat Lina einmal Marsha und der Bär Folge 5 bekommen. Die Heimwerker. Und dann hat sie nochmal Folge 7 Marsha und der Bär auf in die Ferien bekommen. Jeweils 10 Euro. Dann habe ich so einen Spritzbeutel gekauft. Also was heißt Spritzbeutel? Es gab nur das hier. Und hier sind dann Aufsätze dabei. Das hat jetzt 1 Euro gekostet. Dann habe ich noch einen Zeitungshalter gekauft für 4 Euro bei Teddy. Aber der ist leider bei Mama im Auto geblieben. Aber ist nicht schlimm. Morgen gehe ich nämlich zu Mama. Was denn? Ihr Blümchen. Genau, das war's auch. Jetzt muss ich schnell kochen. So ihr Lieben, ich habe jetzt für Lina so einen kleinen Snack vorbereitet. Wir haben jetzt Suppe gegessen. Linsensuppe und ich werde jetzt kochen und Lina darf dann das alles essen. Das sind jetzt getrocknete Früchte und das sind die Sachen aus der Box letztes Mal. Hier sind auch so Männchen und so dabei. Ja, das darfst du jetzt essen. Das schmeckt sehr, sehr gut. Das sind Chips aus Kichererbsen. Total lecker. Ja, das darfst du jetzt essen. Na, bitteschön. Lecker, lecker, lecker. Ja, ich koche jetzt und ja, das war's. Morgen mache ich dann diese Churros, wie die auch heißen, die auf dem Weihnachtsmarkt, wo man Blitzkonto drauf hat, diese länglichen Dinger.
Genau, das mache ich dann, bevor ich morgen zu Mama gehe, weil sie will das auch unbedingt probieren und dann machen wir das. Was noch? Hier habe ich noch das Essen von gestern. Oder hat das nicht gegessen? Nur das Problem ist, wenn ich jetzt koche, das wird dann schlecht. Ansonsten koche ich jetzt und nehme das dann morgen mit zu Mama. Dann muss sie morgen nicht kochen. Ich gucke einfach mal. Ihr seht es ja jetzt, ne? Ich frage sie mal, ich rufe sie mal kurz an. Guten Morgen, ihr Süßen. Oh Gott, wie ich aussehe. Ich muss mir noch ein Gesicht malen. Wir warten jetzt eigentlich nur auf Auto. Wir wollten uns ein Auto angucken gehen. Aber der Mann geht nicht dran. Und ja, jetzt rufe ich den gleich nochmal an, so in einer Stunde. Vielleicht schläft er, vielleicht hat er eine Nachtschicht oder so, man weiß ja nie, ne? Genau. Auf jeden Fall, muss ich halt einen Kaufvertrag schreiben für unser Auto. Damit der Junge das am Montag haben kann, Montag, Dienstag. Ich hoffe, wir finden bis dahin ein Auto. Und ja. Was noch? Sonst gibt es eigentlich nichts. Lina hat gerade gefrühstückt. Ich noch nicht. Ich trinke jetzt gleich meinen Shake. Muss dann aber noch zubereiten. Und ja, ich muss noch hier ein bisschen aufräumen, bevor wir gehen. Weil wenn ich morgen dann nach Hause komme, dann will ich, dass die Wohnung tiptop aussieht. Und dafür fange ich jetzt im Badezimmer an. Eigentlich kann ich euch mitnehmen. Warum nicht, ne? Und schminken tue ich mich dann am Ende. Ich mache mal kurz das Licht aus. Ihr könnt mich sehr wahrscheinlich so ertragen, oder? Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich ungeschminkt vor der Kamera hänge. So, jetzt muss ich erstmal die Waschmaschine hier zuklappen, damit ich die Kamera draufstellen kann. Und dann fange ich auch direkt mit dem Saubermachen an. You gotta listen up, there's not a thing that I can get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need, I. All I ever need is here with you. There's a place where we can go, where it's always shining like the snow. Listen to your heartbeat, don't you know that I just wanna be with you. Baby, there is a place where we can go, where it's always
still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. Money's up with your smile. It's impossible not to take. Irresistible when I look through your eyes. Not even skies. Sowas nicht so lange. Weißt du, wisst ihr, was ich mir gerade überlegt habe? Tanzt du mal weiter. Und zwar, ich habe mir überlegt, ob ich nicht ein professionelles Video zu dem Lied singen soll, also zu meinem Lied. Was sagt ihr dazu? Und wenn ich das drehen sollte, wo, wie? Ihr könnt mir das mal reinschreiben, wie ihr das machen würdet. Würdet ihr das mit Auden und Nina zusammen machen? Würdet ihr das alleine machen? Würdet ihr das draußen machen, bei dem Wetter? Oder würdet ihr das in einem Café machen, zu Hause machen? Wobei ich mir denke, zu Hause würde ich das jetzt nicht drehen. Aber wisst ihr, wie ich meine? Das würde mich voll interessieren, weil ich will das, glaube ich, auf jeden Fall machen. Weil ihr wisst, ich habe das im Studio aufgenommen und im Studio war es total dunkel und das ist die schlimmste Qualität, die es gibt. Lina tanzt gerade und ich zeig's euch mal. Hat die Lina ja? Läuft jetzt bei uns auf jeden Fall. Ich muss hier die Wäsche aufräumen draußen. Es wird langsam Zeit. Ich hänge nämlich schon seit 2-3 Tagen hier. Und ihr sollt nicht sein. Papa!
Immer für mich da. So wie ich noch niemals war. Übrigens, Leute. Ja, ne. Mein Handy muss laden, ich habe keinen Akku mehr in den Gym. Das ist jetzt durchgehört. So, Leute. Ich muss jetzt mal meine Schminke aussortieren, weil meine Tasche ist total schwer geworden. Und ich werde jetzt alles wegschmeißen, was ich nicht benutze. Und glaubt ihr, das ist die einzige Schminke, die ich habe? Ich kenne das gar nicht. So viel Schminke. Manchmal sehe ich ja bei YouTubern, die haben massenweise Schminke und glaubt mir, einige sind auch geizig, die wegzugeben, also die zu verschenken, weil die so teuer sind, die Sachen. Aber die benutzen das nicht. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall muss ich jetzt alles aussortieren. Ich muss auch meine Pinsel waschen, fällt mir gerade auf. Ja, das benutze ich sehr selten. Ich weiß gar nicht, ob euch sowas interessiert. Das schmeiße ich jetzt zum Beispiel weg von Astor. Einmal weg damit. Ja, ich wusste, dass Lina jetzt zum Mülltenner rennt. Beste Palette, die ich bis jetzt kenne. So, dann habe ich hier noch einen Pinsel. Das benutze ich eigentlich auch. Wie man sieht, ist fast der. Gut. Ja, ich tue eigentlich nur die Make-ups jetzt raus. Und was ich wegschmeißen wollte, habe ich jetzt weggeschmissen. Weil diese Sachen benutze ich immer wieder. Dann wird meine Tasche auch um einiges leichter, ne? Bitte. Bitte. Ja, die ist definitiv leichter geworden. Übrigens gefällt mir dieser Lip Liner von Trends auch total gut. Den habt ihr gesehen, das wäre ein Adventskalender drin, wenn ich das hochgeladen habe bis jetzt. Seht ihr dann? Ja, bevor jetzt den alles auseinander nimmt, räume ich ja mal alles weg hier. Komm jetzt. So, ihr Lieben, Audel kommt jetzt zurück. Schaut mal, ich habe mich versucht frisch zu machen und jetzt sehe ich wieder kaputt aus. Moment, Audel ruft an. Ja? Was kann ich da ich ja sage, ich tue ihr paar. Schatz. Ja, Schatz. Wow, Dings, wie heißt das? Mach dich fertig. Wenn ich vor die Tür gesagt habe, komm runter, nimm auch meine Klamotten und meine Schuhe. Deine Klamotten, die hier liegen? Ja, ja. Ja, ich tue ihn dann. Pullover, die Hose und diese Nike-Schuhe. Ja. Weißt du welche, ne? Mhm. Okay, tschüss. Ja, ich tue uns das schon mal an. Tschüss. Wann bist du denn da? Ich denke so in 20 Minuten. Ja, okay. Hallo, bis gleich, ciao. Ja, Audel kommt jetzt nach Hause, holt uns ab und fährt uns zu Mama. Der Arme. Der war jetzt einmal in Krefeld. Da war ein Auto.
Da kommt aber Montag noch einer. Und wenn der das nicht will, dann kriegen wir das. Und ich habe denen ein Auto gezeigt in Grevenbroich, war das, glaube ich. Ja, und das hat denen sehr, sehr gut gefallen. Das ist das Auto. Ein Audi A4. Ja. Und der hat jetzt die Papiere, der hat eine Anzahlung gemacht und Montag zahlen wir den Rest. Dann haben wir ein neues Auto und verkaufen natürlich unseres. Ich muss heute den Kaufvertrag schreiben, 100.000%. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt eins gefunden haben, weil unser gibt wirklich den Geist auf langsam. Ja, ist auch ein 18, 19, der ist glaube ich älter als ich sogar, das Auto, voll krass, oder? Oder nein, der ist nur ein 90er, oder? Aber der ist so schlimm. Der stand auch ein Jahr einfach so und wird nicht befahren. Naja, so, jetzt müssen wir uns anziehen. Du musst deine Schuhe anziehen, Maus. Und dann gehen wir, ja? Oh, nein, kein Kaffee. Sie nennt immer die Sachen nach Baba oder Anne. Wenn sie die Cola sieht, sagt sie Abba, also Daye, Hakan. Wenn sie die Kaffeemaschine sagt, sagt sie Baba. Und wenn sie den kalten Kaffee im Kühlschrank sieht, sagt sie Anne. Ne? Bukimin? Zinin mir wo? Jetzt schicken wir. Voll witzig, ne? So, sollen wir Marsha mitnehmen? Sie versucht zu rülpsen. Die kleine Maus. So, sollen wir Marsha mitnehmen? Ja? Dann müssen wir auch deinen Akku mitnehmen, ja? Lena hat ja gestern zwei neue Folgen bekommen. Und Leute, Marsha ist so witzig. Ich verstehe nicht, warum die nur so wenige Folgen haben, also Staffeln. Voll schade eigentlich. Jetzt kommt Lena natürlich. Warum ist es so blaues Licht? Genau. Chantal, komm her, geht's schnell hin, bye! Florian. Oh, das ist Arbeitsklamotten. Der hat. Ich weiß gar nicht, ob die was gegessen haben. Ich muss jetzt mal schauen. Ich muss den zwingen, dass der was von Mama mitnimmt, wenigstens. Der kann ja nicht so zur Arbeit gehen, ohne irgendwas zu essen. Rufen. Welche Nike-Schuhe? Der hat nämlich zwei verschiedene und die sehen fast identisch aus. Schatz, welche Nike-Schuhe? Die draußen sind oder die drinnen sind? Ach so, diese Camouflage. Ach so, ja, okay. Okay, halt. Hä? Der will seine Camouflage. Nike. Der meinte, die, das, was draußen steht, und das andere, das ist Adidas, nicht Nike. Ich Idiot. Ich bin aber auch nicht der Typ dafür, dass ich Nike-Schuhe und so anziehe. Seid ihr so? Ich mag das gar nicht. Also, ich würde niemals für Nike-Schuhe oder andere Schuhe über 100 Euro ausgeben. Ich bin auch nicht so aufgewachsen. Also ich war noch nie ein Kind, die gesagt hat, ich muss unbedingt diese Markentasche haben oder diese Markenuhr oder diese Huda-Palette oder keine Ahnung was. Also ich denke mir so, 80 Euro für eine Palette, bin ich bescheuert. Hallo? Du musst erstmal deine Schuhe anziehen. Mhm. Ich sag doch, ihr habt fette Füße. Nicht mal dein Schuh passt dir mehr. Erstmal richtig schwitzen. Auch dann will unbedingt Lena neue Schuhe holen, weil er sich denkt, die sollen nicht jeden Tag dieselben Schuhe anziehen. Einen auf, wir würden jeden Tag rausgehen. Ich sag doch, du hast große Füße. So, jetzt kannst du aufstehen. Komm. So, Lena, ich muss jetzt kurz mein Stativ wechseln. Nämlich das ist der große. Nein, ich muss mein Stativ wechseln. Hör auf jetzt. Ja. So, ich muss euch mal kurz abschrauben. Und ich glaube, ich werde das mit dem Video drehen, aber ich weiß nicht wann. Ich will ja auch noch die Fashion-Holz drehen, das habe ich auch noch nicht.
nicht gedreht, weil ich die Adventskalender irgendwie wichtiger fand. Übrigens kommt jetzt am Montag der Penny Adventskalender für 10,99 €. Das ist nichts. Ich glaube, ich werde den kaufen und euch auch zeigen. Ich werde es sogar so machen, dass ich früh aufstehe mit Lina und den am Morgen kaufen gehe. Ich glaube, ich mache das so. Ach, dann bin ich die Erste, die das zeigt. Oh Gott, wie schön. So, Leute, aber jetzt müssen wir gleich weiter. You gotta listen up, listen up. There's no-